Hallo und herzlich willkommen, liebe Billardfreunde, zur Neunball-Weltmeisterschaft im englischen Cardiff. 300.000 US-Dollar werden hier ausgespielt. Allein der Sieger erhält 65.000 Dollar. Für Poolbillard-Verhältnisse eine ganze Menge Geld, um das es hier geht. Wir sehen die Partie in der Runde der letzten 32 zwischen dem deutschen Oliver Ortmann, den wir hier gerade beim Break gesehen haben und der jetzt hier am Tisch ist, und dem Puerto Ricaner Tony Robles. Spielstand im Moment 7:3 aus der Sicht von Ortmann. Das ist natürlich ein schönes Ergebnis aus deutscher Sicht. Ortmann im Übrigen ja der Spieler mit dem besten Ergebnis der Vorrunde. Er hat seine 7 Partien der Vorrunde am besten von allen 128 Startern abgeschlossen. Und somit ist er an Nummer 1 gesetzt in dieser Runde der letzten 64. Und dann die nächste Partie hat er gewonnen. Hier in der Runde der letzten 32. Jetzt also gegen Tony Robles aus Puerto Rico. Push-out von Ortmann. Das jetzt aber muss er selbst spielen. Zu schwer scheint es. Robles hat er ihm aber auch etwas hingelegt. Ortmann, mit dem er sich jetzt selbst auseinandersetzen muss. Gelbe Kugel 1, die niedrigste Kugel zu spielen. Ganz problematisch, wenn er diese Kugel rechts anspielt. Droht natürlich das Eckloch. Wenn da der Spielball hineinfällt, ist das für den Gegner ein Riesenvorteil. Denn dann bekommt Robles Weiße in Hand. Er muss aufpassen, den Ball dünn genug zu treffen, was ihm gut gelungen ist. Jetzt ein schönes Save, kann wohl nur Vorbande 1 anspielen. Wir kurz die Linie gesehen von dem Spielball zur 1, also da lag die 4 dazwischen. Was genau Robles hier misst und deutet, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Also die beste Option aus meiner Sicht, mit einem leichten Bogen um die 4 herum zu spielen. Vielleicht ist das gar nicht nötig. Er muss den Bogen nicht spielen, hier sehen wir es, Vorbande genügt. Ah, und jetzt löst sich das Ganze auch wieder auf, was er dort gedeutet hatte. Er wollte den Spielball dort hinter die 2 bringen. Das hat er sich genau angesehen, aber nicht gelungen. Es läuft ihm nicht in dieser Partie. Gute Möglichkeit dagegen. Jetzt für Ortmann. Ortmann hat ja unzählige Titel in seiner Karriere gewonnen. 35 Jahre alt, wohnhaft in Gelsenkirchen. 40-facher deutscher Meister, 23-facher Europameister. 13 Stationen der Eurotour konnte er gewinnen. In Europa Spieler des Jahres 1990, 1993, 1996. Zweimal die US Open gewonnen. Aber das schützt einem nicht davor, auch einmal einen Ball zu verschießen. Spielt wird auf 9, also er braucht nur noch 2 Partien. Ich könnte sagen, kann sich auch mal einen Fehler leisten. Aber wir haben
sehr viele Partien gesehen, wo ein einziger Fehler zu einer Niederlage geführt hat, trotz hoher Führung. Aber hier hatte Ortmann das Glück, dass es zu schwer liegen blieb für Robles. Man ja bekannt für sein spektakuläres Spiel. Er ja ein Mann, der immer wieder unglaublichste Bälle versucht. Er scheut sich nicht, auch mal dieses kalkulierbares Risiko einzugehen. Das ist natürlich sehr zur Freude der Zuschauer. Hier kann er auf 8:3 stellen. Er darf natürlich auch die nächste Partie eröffnen. Gerade noch fällt diese 1, sehr leicht gespielt, immer eine gewisse Gefahr beim Poolbillard, denn kein Tisch ist absolut gerade. Wenn sich die Männer, die diesen Tisch aufbauen, bemühen, alles optimal zu machen, in der Natur der Sache, dass jeder Tisch ein klein wenig schief ist, das kann schon ausreichen, um einen leicht gespielten Ball aus der Bahn zu bringen. Deswegen eine Grundregel beim Poolbillard: nicht allzu fest spielen, aber doch etwas fester, um eben dem Gesagten vorzubeugen. Ein gesundes, mittleres Tempo. So wie hier bei der 4, da wollte er die 5 hinausschieben, ist auch gelungen, aber die Weiße klebt da an der 8. Der Winkel ist nicht gerade günstig, um auf die 6 zu kommen. Grüne Kugel. Müsste da sehr viel Tempo geben. Und das war zu viel. Das überrascht auch ihn. Sah für mich eigentlich sehr gut aus, dieser Ball. Der Spielball hörte dann irgendwie nicht mehr auf zu laufen. Als er ihn abgestoßen hat, hat er das nicht vermutet. Das ist natürlich immer besonders unangenehm, wenn man solche Situationen sich selbst hinlegt. Aber ich glaube, beim Spielstand von 8:3 ist hier nichts zu befürchten. Wenn er diese Partie gewinnt, hat er das Achtelfinale erreicht. Ist dann der beste Deutsche. Foul hier von Ortmann. Gab es kaum mehr eine Möglichkeit, die 6 zu erreichen. Ist da mit einem Bogenstoß versucht in die Bande hinein. War aber falsch getimt. Das dürfte wohl die 4. Partie von Robles werden.
hat über 100 Turniere gewonnen, der Puerto Ricaner. Ganz gelassen nimmt die Sache der Deutsche. 8:4, da kann er sich auch einen Moment zurücklehnen. Der Dinge harren, die da noch kommen mögen. Er hat das Spielvermögen. Ich habe Ortmann einmal bei der Weltmeisterschaft gesehen, 1990. Da hat er 10 Partien hintereinander ausgeschossen, ohne Fehler, ohne dass der Gegner auch nur einmal am Tisch war. Also das kann Oliver Ortmann. Und im Moment muss er sich wohl keine Sorgen machen. Die Partie allerdings liegt jetzt auch gut für Robles. Jetzt aufpassen, etwas, dass ihm die Weiße nicht zu schnell wird und wieder hinter der Neun verschwindet. Vielleicht werden wir es wieder sehen. Hat er noch ganz leicht die Acht berührt, die das Tempo völlig aus dem Ball herausgenommen hat. Berührt natürlich nach der Karambolage mit der Drei. Stoß auf jeden Fall korrekt, aber dann eben Karambolage mit der 8. Die Weiße wurde langsam, allerdings etwas zu langsam, denn jetzt steht er völlig gerade. Kriegt die Weiße kaum mehr von der Bande weg, entscheidet sich hier scheinbar für einen Vorbandstoß, um eben den Winkel zu erhalten, den er nicht mehr hatte. Und dann das. Er wollte eben den Winkel bekommen, um die Weiße zur 5 zu bringen. Gibt dem Deutschen jetzt viele Chancen. Ein sehr leichter Ball, sehr gefühlvoll gespielt. Zu dem Thema vorhin kann ich noch sagen, dass die Spieler beim Einspielen immer ganz genau testen, ob der Tisch gerade ist und wenn nicht, in welche Richtung der Tisch hängt. Weil man das natürlich nicht hoffen mag bei einer Weltmeisterschaft. Aber man hat schon zu viel gesehen, wenn man einige Jahre Billard spielt. Frage, auf welches Loch man die 7 einstellen soll. Eine Möglichkeit auf Mittelloch rechts, dann aber die Weiße sehr nahe dem unteren Eckloch, unangenehm zu spielen und wie man Ortmann kennt, gerade wollte ich es noch sagen, er lässt den Spielball oftmals lieber laufen. Zugball, so ist es. Ist leider etwas verdeckt für uns. Aber keine optimale Position. Unweigerlich wird er jetzt die 9 auch touchieren. Das heißt, er muss jetzt 3 Bälle kontrollieren. Sehr schön gemacht, gut vorgelegt. Das ist das 9:4 für Ortmann. Er kann sich nicht über mangelnden Lauf beklagen. Und wir sehen gleich Reyes gegen seinen Landsmann Orculo. Efren Reyes gegen Dennis Orculo. Das ist die nächste Begegnung in der Runde der letzten 32.
Beide von den Philippinen und mit Efren Reyes haben wir die absolute Nummer 1 der Welt am Tisch. Fast die 9 beim Anstoß. 3 Bälle gefallen, obwohl, das sei hinzugefügt, er der beste Spieler der Welt ist. Das sagen alle Spieler, die man fragt. Und trotzdem hat er eine Schwäche und das ist der Anstoß, wenn man das so nennen darf. Alles andere spielt er aus meiner Sicht absolut perfekt. 3:3 der Spielstand. Seine Fähigkeiten liegen vor allem in der totalen Beherrschung des Spielballes. Wie kein anderer spielt er die Positionen. Er ist auch jemand, der eigentlich überhaupt keine Jumpshots spielt, sondern nur den Weg über die Vorbande sucht. Der Jumpshot ist eigentlich ein relativ modernes Element im Poolbillard. Erst in den letzten Jahren hat sich dieser Stoß eingebürgert. Er vertritt eher die alte Schule, der hier auf 4:3 stellt. Im Moment mag man nichts davon sehen, dass er kleines Problem beim Break hat, aber das auch nur, wenn man die absolute Weltspitze betrachtet. Vielleicht im Verhältnis zu einem Bustamante, im Verhältnis zu einem Strickland, da ist sein Break etwas zurück. Aber dennoch reicht es, um auch diese immer wieder in ihre Grenzen zu verweisen. Ein schönes Beispiel seiner Qualitäten, wenn auch nicht ganz gelungen, diese Sicherheit. Aber man kennt ihn, dass er sehr, sehr oft die Bälle absolut totlegt und seinerseits wieder fast jedem Safe herauskommt. Eine Möglichkeit. Zeichnungen im Übrigen nicht von mir. Ich kann das auch nur so nehmen, wie ich es hier vorfinde. Aber Colo entscheidet sich anders. Jahre alt. Im Gegensatz dazu 48 Jahre Efren Reyes. Hier wieder ein Beispiel seiner Qualitäten. Das Problem bei diesem Ball, dass er dem Gegner fast alle Möglichkeiten genommen hat, irgendwie an die 2 jetzt ranzukommen. Bande oben fast zu, kann man von hier aus kaum beurteilen, wie dicht die weiße Kugel da an der pinkfarbenen liegt. Dann wohl nur mit leichtem Bogen um die 9 herumspielen, oder aber hat er da einen Jump Cue? So ist es, er hat zum kurzen Cue gegriffen. Bei einem Jump Shot wird ja der Spielball in die Platte hineingedrückt und federt dann, wenn man so will, aus dieser Platte heraus. Sehr gut gespielt von ihm. Nicht leicht, die Weiße da auf dem Tisch zu behalten, wenn ein Ball, der an der Bande liegt, so gejumpt wird. Zu leicht springt die Weiße dann vom Tisch. Gut gemacht.
Spielball muss auch an der richtigen Stelle wieder nach unten kommen. Und wieder so ein Ball. Efren Reyes, mit denen er uns immer wieder so begeistert. Man neigt dann auch immer dazu, bereits bei solch relativ gut gespielten Bällen zu sagen, der ist ihm misslungen, weil er eben nicht hundertprozentig im Safe liegt. Aber auch damit muss sich Orcolo erstmal auseinandersetzen. Natürlich besteht jetzt da die Möglichkeit, wieder Resafe zu legen. Aber auch das will erstmal gemacht sein. Vielleicht die Weiße hinter die 8 oder hinter die 7. Nein, andersherum. Sehr schön gespielt von ihm. Gut geantwortet. Schönes Safe-Duell jetzt zwischen den beiden. Der Ball ist nicht spielbar. Viele andere Spieler, die diesen Ball jumpen würden, versuchen zu versenken. Oder mit Bogen außenrum, mit dem Versuch zu senken. Wie ich Reyes kenne, wird er hier wieder eine Sicherheit versuchen. Vorbande gespielt. Das ist fantastisch getroffen. Das ist ideal. Genau der Punkt an der blauen Kugel, den er treffen will. Um da wieder eine Sicherheit zu legen. Gab es sogar noch die Gefahr, dass die Weiße ins Eckloch fällt. Das war wieder einer seiner Meisterstöße. Sehr viele Möglichkeiten jetzt genommen dem Gegner. Was kann dieser tun? Treffen, klar. Aber was bleibt dann liegen? Und der ist machbar. Dieses Safe-Duell geht an Efren Reyes. Wie so oft. Da war einfach nichts mehr zu machen für Orcolo. Er kann nur über diese eine Bande spielen. Spielt die blaue immer ins offene Feld hinein. Und die Konsequenz, die Partie geht wohl wieder an Reyes. Schön auch zu beobachten bei seinem Spiel, dass er fast immer den richtigen Winkel findet. Der richtige Winkel ist immer der, der einem das Weiterspielen sehr einfach macht. Dass man ohne viel Aufwand, ohne viel Nachlauf, Zug oder Effekt zur nächsten Kugel gelangt. Das kann man dadurch beeinflussen, dass die Weiße einen idealen Winkel hat zum anzuspielenden Ball, so wie hier. Er kommt an den Ball hin, ein paar Zentimeter weniger müsste er mit der Brücke spielen, aber er hat noch genug Winkel, um zur 9 zu kommen, die am anderen Ende des Tisches liegt. Vergewissert er sich noch einmal, ob sich bereits ein Ball in der Tasche befindet. Sehr oft hat man es gesehen, dass Bälle aus der Tasche herausspringen, wenn dort kein Ball drin ist. Und diesen Ball muss er festspielen. Also noch einmal die Kontrolle. Ist da schon eine Kugel drin? Souverän diese Partie, so kennt man ihn, den Philippinen. 5:3 der Spielstand. Zwei Bälle gefallen, wieder. Weiße stand ideal, kriegt hier noch einen Stoß. Dadurch erst die Gefahr für das Mittelloch.
ganz schwerer Ball. Weiße droht ins Mittelloch zu fallen. Es ist unglaublich, wie nah er da dieses Mittelloch anspielt und sich trotzdem sicher ist, dass er die Weiße kontrolliert an der Tasche vorbeibringt. Es war gerade mal eine Ballbreite. Da denkt er noch nicht mal so richtig intensiv darüber nach. Keine leichte Partie hier. Schöner Einstiegsball. Und jetzt das Problem. 5 auf 6. Beide werden wohl in dieselbe Tasche gespielt werden müssen. Er muss jetzt mit Winkel auf die 5 kommen. Das ist etwa die Linie. Und dann über 3 Banden zur 6. Aber da liegen auch 8 und 9 im Weg, wo die weiße Kugel leicht hängen bleiben kann. Und hier eine zweite Variante auf der anderen Seite der 8 vorbei. Also diese zwei Möglichkeiten gibt es. Er entscheidet sich für die Variante zwischen 8 und 9 hindurch. Den Winkel entsprechend gelegt. Der Ball selber, das ist auch gut zu beobachten, dann überhaupt kein Thema mehr für ihn. Er braucht viel länger, um darüber nachzudenken, wie er den Ball stellt, als dann die Ausführung selber. Nicht umsonst haben in etwa 80% der 128 Spieler, die hier bei dieser Weltmeisterschaft am Start waren, angegeben, ihn, Efren Reyes, für den besten Spieler der Welt zu halten. So auch sein heutiger Gegner, Dennis Orcollo, was natürlich das Spiel aus seiner Sicht nicht unbedingt vereinfacht. 6:3 die Führung. Alles geht seinen gewohnten Gang. Alles andere natürlich als ein Sieg von Reyes ist eine riesige Überraschung, wäre eine riesige Überraschung. Gibt es wohl ganz wenige, die ihn überhaupt schlagen können. Einer gehört dazu, das ist Francisco Bustamante, den wir hier in Deutschland sehr gut kennen, da er in Kiel lebt, auch ein Philippine. Bustamante könnte ihn von der Spielstärke wohl bezwingen und die beiden würden auch in der nächsten Runde aufeinandertreffen. Auch dieser Ball wieder. Tempo ja ideal. Jetzt habe ich etwas vorweggenommen, was nicht ganz richtig ist. Die Begegnung Reyes gegen Bustamante könnte frühestens im Viertelfinale zustande kommen. Die nächste Runde wäre Ortmann gegen Reyes. Auch aus deutscher Sicht natürlich eine ungemein interessante Begegnung. Ortmann hat es wohl auch drauf, Efren Reyes zu schlagen an einem sehr guten Tag. Im Deutschen auch schon einige Male gelungen. Schön zu sehen, wie lange er über einen solchen Ball nachdenkt. Der Ball liegt vor der Tasche. Jeder Kreisligaspieler hätte den schon dreimal abgestoßen. Nicht zu Reyes. Er möchte perfekte Stellung auf die 7, dass da eben nichts mehr passiert. Jetzt, er hat wieder den richtigen Winkel, ganz leicht nach links,
um die Weiße hinüberdrücken zu können. Sieben zu drei der Spielstand und gleich geht es weiter mit Reyes gegen Orcollo. Weiter geht's mit Reyes gegen Orcollo. Wir sind eine Partie weiter, 7 zu 4 nur mehr die Führung für Reyes. Und der junge Spieler von den Philippinen, 23 Jahre alt, jetzt am Tisch. Dieser Break kann sich sehen lassen. Weiße kontrolliert. Aber etwas Pech hier mit der 1. Applaus vom Zuschauer im Hintergrund, aber ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob der auch wirklich so gut war. Ich meine, dieser Ball ist machbar. Schöne Eins hier, gutes Tempo, an der 6 vorbeigekommen. Jetzt Schwierigkeit bei dieser 2, die wohl direkt an der Bande liegt. Ganz entscheidend bei diesen Bällen, ob da noch ein Millimeter Platz ist oder die Press an der Bande liegen. Der Spielball reagiert dann ganz anders. Das Ideale draus gemacht. Die Partie ist nicht leicht. Einen von seinen berühmten Verzögerungsbällen spielen. Der Ball rutscht über das Tuch bis kurz vor dem Aufprall auf die Kugel. Das ergibt dann einen ganz besonderen Effekt. Man nennt das Ganze einen Verzögerungsstoß. Die Weiße wird dadurch sehr langsam gemacht. Das hat er sich hier zunutze gemacht, um auf die 5 zu gelangen. Jetzt aber schon wieder bei der grünen 6. Jetzt wieder Winkel ideal, leicht zur Bande hin. Und die 9 zum 8 zu 4, kein Problem. Jetzt wird es eng für Orcollo. Der Break war sehr unglücklich. Wäre die 1 gefallen, wäre das wohl das Ende des Matches gewesen. So aber bleibt der erste Ball knapp hinter dem Mittelloch liegen. Und bereitet Reyes jetzt erhebliche Kopfzerbrechen. Nicht ganz sicher, was er sich da angesehen hat, als er da gerade auf 6 und 8 gezielt hat. Ich glaube, er wird diesen Ball über eine Bande versuchen ins Mittelloch. Die Weiße wird da hinlaufen zu 6 und 8. Zu dick getroffen. Dadurch ist auch
der Spielball anders gelaufen? Ganz schwere Aufgabe jetzt für den jungen Mann aus Quezon City. Eins ins Mittelloch. Da muss er den Spielball vorbeidirigieren an der 9. Sehr dünn getroffen. Die 1, das begünstigte den Lauf der weißen Kugel. Dadurch kam er besser an der 9 vorbei. Aber das Problem jetzt wieder unten hier. Und mit sehr viel Glück sieht er da noch die 2. Das sind so die entscheidenden Unterschiede zwischen einem Reyes und einem Dennis Okolo. Bei Reyes ist der Spielball einfach immer etwas kontrollierter. Vermeidet viele, viele Fehler schon im Voraus, im Spielaufbau. Senken, das können alle Spieler. Aber senken ist nur möglich, wenn man auch den zu spielenden Ball anspielen kann. Also wenn da keiner dazwischen liegt. Und das möglichst oft beizuführen, einen geraden Weg auf den anzuspielenden Ball, also sich die Weiße nicht selbst in ein Safe zu legen, das ist die große Kunst. Jetzt aufgepasst, Kombination 6 auf 8. Angespielt werden muss ja nur immer die niedrigste Kugel. Egal ist es aber, welche Kugel fällt. Bei solchen Stößen werden immer 3 Bälle bewegt, deswegen ganz besonders schwierig die Stellung. Gut gemeistert. Diesen Ball hat er wieder mit Effet arbeiten müssen. Das ist nicht schön beim vorletzten Ball, aber natürlich trotzdem die Partie auf sein Konto. Aber es sind immer so Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren und eben zu einem Sieg führen oder einer Niederlage. Ein ähnlicher Break wie zuvor, die Weiße und die 1. An fast derselben Position. Acht zu fünf. Natürlich jetzt der Zwischenstand. Ich meine, 5 Partien gegen einen Efren Reyes zu erspielen, das ist eine ganze Menge. Das zeigt das Potenzial von diesem Dennis Okolo, der ganz hoch gehandelt wird von vielen Spielern. Und sehen wir uns nur diese 1 einmal an, die er hier bringt. Ich war fest darauf vorbereitet, dass er hier eine Sicherheit versuchen wird, aber er spielt es offensiv. Ganz schwerer Einbänder war das. Und es wird belohnt. Haben wir einmal die Rotation gesehen, die er dem Spielball mitgibt, dass er ja nicht hinter der 9 bleibt.
Also an den letzten beiden Partien, da haben wir gesehen, dass auch dieser junge Mann sein Handwerk beherrscht. Und was wohl viel wichtiger ist, dass er die Nerven behält gegen sein großes Vorbild, Efren Reyes. Ja, auch keine Selbstverständlichkeit. Und er kommt noch näher heran. 8-6. Ran an. Aber die Sache ist klar, er darf sich keinen Fehler erlauben. Ein schlechter Break, eine schlechte Sicherheit, ein verschossener Ball. Da bin ich sicher, das wäre das Aus gegen Reyes. Aber im Moment läuft es. Das ist die Problemstellung. 3-5. Die 4 schon gefallen. Ja, und der war etwas kurz. Jetzt hat er das Problem. Die 5. Dünn anspielen, die Weiße wird schnell, da droht das Mittelloch. Genau zum Mittelloch hin müsste ja die Weiße, damit er Stellung auf die 6 erlangt. Aber den muss er ja vor allem erstmal treffen. Vielleicht mit etwas Effet in Richtung zur 7 hin. Die 7, die braune Kugel als Bremse benutzen, vielleicht auch die 6 lang einstellen, also auf die andere Seite, so wie es hier eingezeichnet ist. Nein, er gibt Effet, um mit der Weißen zur 7 hinzugelangen. Zu dünn getroffen. Und die Konsequenz, die Weiße fällt. Die Stellung war schon gut angelegt, wenn er den Ball denn trifft. Aber etwas zu dünn. Dann stimmt auch der Winkel für die Stellung nicht mehr, die Weiße fällt. Das war es in dieser Partie gegen Reyes, auch wenn die Partie an sich gar nicht so leicht ist. Aber ich glaube, da brennt nichts mehr an. Er hat sich den Ball auf lang gestellt. Schwierigkeiten, die Brücke zu machen. Etwas suchen müssen nach der richtigen Position für die Auflagehand.